Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mega Man und Bass. Bass, wie auch immer. Halt so ein Typ. So, Magic Man, Astro Man, Pirate Man und Dynamo Man, die ich noch nicht freigeschaltet habe, stehen noch aus. Wir haben jetzt diese Wind-Zeugs. Also ich denke, gegen Pirate Man wird Dynamo Man gut sein. Einfach bloß, weil Elektro und Wasser, das passt irgendwie. Ich schätze mal auch, dass Pirate Man gegen Ground Man gut ist. Den ich ja sowieso schon besiegt habe, von daher... ist der jetzt erstmal uninteressant. Astro Man... der Ground Man gegen Tengu Man... gut war. Was ich echt komisch finde. Ach, holst du nicht immer fliegende Objekte mit gigantischen Bohrern herunter? Nee. Ich probiere mal Astro-Man. Da habe ich noch die meisten Möglichkeiten, das auszuprobieren. Na denn. Astro-Man. Ich werde mich übrigens mal noch ein bisschen runterregeln, weil ich... Ich hoffe, dass ich dann jetzt nicht zu leise bin, aber nach dem, was ich bis jetzt gehört habe, glaube ich es eher nicht. Naja, am Ende bin halt notfalls wieder ich deutlich lauter als du. Ja, keine Ahnung. Ja gut, ich meine, dann hört man ja das Wichtigste. Ah ja. Von wegen. Ach ja, die besagte Stelle von vorhin, ne? Der CD. Die kein Ding ist, weil wir sind ja Bass. Ich finde den Namen immer noch so total scheiße. Wieso muss Bass eigentlich auf Englisch so scheiße klingen? Ich find's nicht schlimm. Also wenn er Bass heißen würde, fände ich das cooler. Bass klingt scheiße. Ist halt nur mal die Bezeichnung für Bass im Englischen. Englisch ist so eine beschissene Sprache. So. Und da ich jetzt genug Hater auf mich gezogen habe. Das ist alles scheiße, alles dumm. Alle, die es mögen, verrecken. Ne? Die typischen Sprüche halt. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde Englisch ist keine sehr schöne Sprache. Da finde ich Deutsch schöner. Ja, Englisch, mein Gott, es ist halt die verbreitete Sprache, daher für in meinen Augen mehr so eine funktionale Sprache, aber... Ich muss ehrlich sagen, ich finde Japanisch und Deutsch schöner als Englisch. Geht. Ich finde die deutsche Sprache auch schöner, aber... Ja, sie kommt halt leider nicht so häufig zum Einsatz, beziehungsweise wenn sie zum Einsatz kommt, dann halt meistens in einer Art und Weise, wo du dir denkst, das klingt halt schon nicht mehr schön. Deutsche Sprache wird ja immer als extrem abgehackt und langsam dargestellt. Nur weil wir nicht durch unsere Sätze rasen wie manche andere. Ja, man könnte es natürlich auch entsprechend schnell sprechen, aber es ist halt, ja, ich weiß nicht. Ich persönlich finde einige deutsche Floskeln ziemlich gut. Ich wollte wissen, ob da ein Geheimgang ist. Ach so. Die Sache ist halt wirklich, die ganzen anderen, also ich muss sagen, bei Englisch ist es halt so, was mich an Englisch hauptsächlich stört, ist einfach, es ist so krass vereinfacht, dass es hässlich klingt. Ich weiß, es ist eine komische Beschreibung, aber... Genauso kommt mir Englisch vor. Naja, Englisch ist halt, finde ich, eine Sprache, da merkst du halt, dass die Umgangssprache, da merkst du halt noch ein bisschen mehr, dass die Umgangssprache so ihren Weg in die Hauptsprache gefunden hat. Und dass die Umgangssprache einfach generell, ja, wesentlich verbreiteter gesprochen wird. Du merkst einfach einen krasseren Unterschied, finde ich. Während beim Deutschen... Finde ich, weiß nicht, da vermischt sich das so ein bisschen mehr.
Wow, die Blöcke sind so einfach mit Base. Habe ich meine Argumentation gerade richtig geführt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur die halbe Argumentation tatsächlich verstanden gerade. Dann wird sich wahrscheinlich die Zuschauerschaft auch nur zur Hälfte verstanden haben. Alter, wie hoch Ich. geht denn das bitte? Ja. Ist da wirklich nichts noch weiter oben? Ich will das wissen. Aber oh, da ist wirklich noch. Der Fuck. Oh. Wie Okay, man soll man lernt denn da nicht aus. rankommen? Tja, das ist so eine Sache, weißt du? Also muss es doch eine Flugfähigkeit geben. Ach. Also wenigstens weiß ich jetzt, wo noch eine CD ist. Hey, wir haben noch eine CD gefunden. Ich komme zwar noch nicht ran, aber wir haben sie gefunden. Yay! Oh mein Gott, ey. Da hätte ich auch mal drauf kommen können, Menno. Das war das übelst schwere Muster hier. Und ich glaube, ich habe bezüglich meiner Argumentation vorhin letztendlich das Gegenteil von dem gesagt, was ich eigentlich sagen wollte. Okay. Ist interessant, dieser Raum ist auch nicht mehr schwierig, jetzt wo ich mit Base spiele, weil ich einfach sagen kann, yo, schieße die Bastarde da oben einfach ab. Ja, wie gesagt, Base Schwäche liegt im Prinzip eigentlich nur beim Kampf gegen Bosse. Ja. Ansonsten. Ich muss sagen, halt, die Stages spielen sich mit dem Typen halt wirklich ganz gut. Drei, zwei, eins, meins. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Was denn? Wie sich unsere Themenwahl schlagartig verändert hat, kaum dass eine Person weniger da ist. Vorher hat man noch die Beefy-Verbindung zwischen zwei Gameboys. Und jetzt reden wir über die englische Sprache und ihre Eigenheiten. Ist doch klar, ne? Ist logisch. Ich sehe den Zusammenhang auf jeden Fall. Ja, wer würde ihn nicht sehen? Viele. Viele. Viel zu viele. Macht Spaß. Ich habe gemerkt, dass ich die Schwäche nicht habe und das macht übelst viel Spaß bei dem Boss. Kannst du dir im Leben nichts Schönes vorstellen, oder? Ich kann mir wirklich nichts Schöneres vorstellen, als keine Schwäche für diesen Boss zu haben. Vor allem mit Base. Auch die Schwäche dieses Bosses ist interessant. Das habe ich mir schon gedacht, dass es interessant ist. Es war sie bis jetzt bei jedem Boss. Ja, die Schwächen in dem Spiel, sie haben irgendwie was ganz Eigenes im Vergleich zu anderen Mega Man-Spielen, würde ich meinen. Mal gucken, ob ich den Boss da unten nicht schaffe. Also, ich meine, ich rede hier von mir, also wahrscheinlich nicht, aber. Mir ist gerade was aufgefallen, was du vielleicht nutzen könntest, was aber theoretisch als Tipp gewertet werden könnte. Naja, wenn er diese Kugeln nach unten feuert, er ist ja direkt über dir. Könntest du ihn dann nicht einfach treffen, indem du nach oben schießt? Oh. Ach, der ist komplett hitbar. Ich dachte, nur sein Oberteil wäre hitbar. Nee. Weißt du, das tut schon wieder ganz neue Welten eröffnen. Dann nehme ich an, dass das in Ordnung war, dass ich das erwähnte. Dann kann ich ihn ja auch da treffen. Meine Fresse. Ich dachte immer, der wäre nur an dem grünen Oberteilkopf verletzbar. Ja, für Mega Man schon, weil ansonsten ja immer die Kugeln da um seinen Rumpf herum hat. Und Mega Man kann ihn ja nicht anders treffen. Wow. Wenn ich gerade so drüber nachdenke. Das ist durchaus auch für mich eine interessante Erkenntnis.
Und du hättest ihn gerade fast zerlegt mit Base. Ja, deswegen ja. Weil ich diese Taktik einfach nicht. Ich bin nicht darauf gekommen, dass man das mal theoretisch machen könnte. Da fuck. Ohne Scheiß. Das ist. Ich dachte immer, der wäre unangreifbar. Ich dachte, die Kugel ist halt genauso abwehrend wie die unteren Kugeln. Ja, es ist halt sein Körper. Sein Adonis. Wieso sein Adonis? So wunderschön dünn, wie er wirkt dabei. Ja, aber Adonis war eine Person, der man nachsagte, dass sie. Und du kennst den Begriff Adoniskörper nicht? Ja, Adonis-Körper, ja, aber dann ist es ja ein Körper, der mit Adonis-Körper vergleichbar ist. Und du sagtest gerade nur Adonis. Richtig, weil es normalerweise abgekürzt wird so. Das höre ich von dir zum ersten Mal gerade. Ich hab's schon gehört, früher mal. Trotzdem habe ich es verkackt, weil ich doof bin. Ach, egal. So, dann bleibt ja noch Magic Man und Pirate Man. Da wir bis jetzt. Also wir haben. Moment, wir haben. Eins. Zwei Schwächen, die ich noch nicht getestet habe. Und wir haben eins, zwei Bosse, bei denen es nicht funktioniert hat. Na gut, okay, der bei dem weiß ich halt nicht, ob die Tango-Waffe funktioniert. Okay, probieren wir halt. Pirate Man. Habe ich wenigstens zwei Versuche. Aber ich habe so das Gefühl, dass die Tengu-Waffe gegen Magic Man gut ist. Du klingst irgendwie nicht so erfreut darüber. Ja, ich wollte jetzt die Stage nicht sinnlos machen, wenn ich hier eine höhere Chance habe, dass was erreichen kann. Ach so. Das ist eine interessante Art und Weise, das zu betrachten, ja. Naja, also ich weiß nicht, ich denke halt immer praktisch, logisch, Dingens. Und andere Leute denken halt einfach so random. Praktisch, logisch, Dingens, Teil drum. Sabber tropft. So, ich frage mich übrigens immer noch, wofür dieser Scheiß hier oben ist. Aber Moment, habe ich in dieser Stage nicht eh alles gefunden gehabt? Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann mir aber vorstellen, dass du hier einfach auch mit Mega Man Schaden gefressen hast und durchgegangen bist. Ja. Obwohl Mega Man, glaube ich, einen anderen Pfad hätte, den er. Nimmst immer die falschen Wege. Alles, was eigentlich für Base gedacht ist, machst du mit Mega Man. Weil ich halt der Meinung war, dass es mit jedem Charakter hätte gehen sollen. Ja, aber ich finde es schon sinnvoll, dass man sagt, dass beide Charaktere jetzt für die 100% nötig sind. Gut, ich meine, bei Spielen wie Mega Man 10 kann man sich jetzt wieder darüber streiten, wie sinnvoll das ist, aber. Interessant, ich kann die von hinten treffen mit Base. Ja, wahrscheinlich, weil die Projektile einfach gerade so beim Gegner unter der anderen Trefferkiste durchrutschen. Wow. Ja, Base halt, ne? Wie er lebt und lebt, der stärkste Reploid aller Zeiten. Der keinen Wal zerlegen kann. Was jetzt in dem Fall irgendwie. Gut, ich meine, man hat theoretisch ja noch eine andere Möglichkeit an der Stelle. Man könnte ja versuchen, mit irgendeiner Waffe diesen kleinen Gegner da zu erledigen. Ich bin gespannt, wie der Kampf gegen Pirate Man laufen wird. Aber das mit diesen versteckten Leitern, das macht mich schon ein bisschen wahnsinnig beim Zuschauen, muss ich sagen. So, wir probieren erstmal das Sinnvollste. Feuer. Feuer? Ja, Feuer unter Wasser klingt doch voll
Jetzt sag mir nicht, dass es wirklich wirkt. Das macht sogar Schaden, Alter. Alter, das macht Schaden. Warum? Du, das kann sogar noch viel mehr. Ja, ich schau mal. Wahrscheinlich tut es auch noch die Minen wegdrücken oder sowas. Nicht das, aber es zerstört seine Blase. Oh Gott. Es ist doch wohl nicht euer Ernst. Ja, wir machen jetzt einen logischen Megaman-Boss. Wir besiegen den Wasserboss mit, lasst mich überlegen, wir haben eine Elektrofähigkeit, wir haben eine Eisfähigkeit, wir haben eine Fähigkeit, die ein Bohrer ist. Wir haben eine Fähigkeit, die Karten wirft. Aber Feuer, das ist die logischste Fähigkeit, die funktioniert eindeutig. Das muss klappen. Naja gut, es war ja letztendlich unter Wasser nicht Feuer. Muss man ja dazu sagen. Ja, aber eigentlich sollte unter Wasser Feuer sowieso gar keine Funktion haben. So rein logisch gesehen. Aber wir befinden uns im Megaman-Universum. Da ist Logik sowieso außerhalb von irgendwelchen sinnvollen... Naja, vielleicht kann man sich's ja so erklären. So ein Brenner funktioniert nur, indem entsprechend das Gas ausgestoßen wird. Und da es unter Wasser nicht brennen kann, dann ist... wird es halt ausgestoßen in Form von solchen Wellen. Ja, okay. Ja. Das ergibt sogar teilweise irgendwo Sinn, das ist unglaublich. Ich bin dazu in der Lage, logisch zu argumentieren. Oh Gott. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Danke für die Blumen. Xi, was machst du hier in diesem LP? Logische Kommentierung ist doch verboten. Ja, gut, das Schild habe ich nicht gesehen, tut mir leid. Ja, siehst du, musst du mal besser aufpassen. Das war ganz eindeutig. Guck mal, das ist doch auch eindeutig, dass ich jetzt ein Sarkasmus-Schild hochhalte, oder nicht? Ja, das konnte ich hören, das Schild. Siehst du kannst sogar Schilder hören. Ich kann sie ja, nur solche sehen. Schilder hört man komischerweise. Die geben so einen ganz speziellen Ton von sich. Das war doof. Der überschneidet sich dann immer mit dem Ton, der gesprochen wird und... Nein, das war natürlich nicht doof, das war Absicht. Aber natürlich. Ich wollte sterben, weil es war eh mein letztes Leben. Wie ihr gesehen habt. Genau. Ich mag dieses Level nicht. Ich auch nicht. Ich hab's generell nicht so mit Jahrmärkten und Spielzeug und sowas. Naja, also ich hab nichts gegen Jahrmärkte und Spielzeug, aber es gibt halt so ein paar Spielzeuge, die ich finde ich ein bisschen abartig. Gruselig sind. Was? Gruselig, abstoßend. Ja. Angefangen mit Puppen. Porzellanpuppen. Ich meine so Puppen mit großen Augen. Ja. Am besten noch welche, die lächeln. Ja, mit so richtig schön breitem Lächeln vor allem. Natürlich. Und die Augen auch noch so richtig schön penetrant groß. Dass das Starren noch so richtig zur Geltung kommt. Leider habe ich jemanden in meiner Verwandtschaft, der ein ganzes Haus davon hat. Oh Gott. Kannst du denken, wie wohl ich mich da immer fühle, wenn ich da so im Wohnzimmer hocke und egal in welche Richtung ich schaue, mich starren solche Puppen an? Du fühlst dich garantiert gut dabei, ist doch klar. Ist der schönste Ort, an dem ich mich befinden kann. Ja. Das Schlimme ist, das ist ja nicht mal der schlimmste Raum im Haus, sondern es gibt noch einen extra Raum, der nur für Puppen ist. Mit so einem schönen Podest, wo die allesamt aufgereiht sind. Ich meine mich zu erinnern, das letzte Mal, wo ich in diesem Raum war, habe ich gesehen, dass die auch noch alle schön zur Tür schauen. Geil. Ich glaube, der ist ein Fan von diesen Creepy-Puppen. Ja, diese Person mochte diese Puppen total gern. Aber ich teile diese Leidenschaft nicht unbedingt. So, okay, da komme ich nicht rein. Zocke ich lieber Horrorspiele und habe Angst davor, wenn ich irgendwo hinkomme, wo solche Puppen auch sein könnten.
da kann ich auch nicht rein. Was machst du? Ach so, das hast du vor. Ja, ich versuche in Züge reinzulaufen. Ich weiß, es klingt jetzt nicht unbedingt nach dem Plan, aber es hat halt an der hinteren Stelle funktioniert in der Stage. Ja, vielleicht sollte es auch nur da funktionieren. Ja, kann sein, dass es ja nochmal so ein Versteck gibt. Deswegen muss ich muss sicher gehen. Ich muss sicher gehen, dass das Spiel mich nicht noch mehr verarscht, als es hier ohnehin schon tut. Klingt fast schon so, als hättest du Erfahrungen gemacht, die dich auf den Gedanken bringen, dass das Spiel dich irgendwie verarschen möchte. Ich weiß auch nicht, du klingst so komisch. Ja, ich kenn's auch nicht. Also ich habe keine Ahnung warum, aber es ist halt... Tja, ja. So, Magiak, Mann. Magiak? Das ist ein Buchstabe zu viel, fürchte ich. Ach, das bildest du dir mal ein. Dann bilde ich mir ziemlich viel ein. Ich würde aus diesem Albtraum gerne mal wach werden. Ja, das mit dem Dauerfeuer ist, glaube ich, bei Magic Man nicht so eine gute Idee. Ich weiß, aber ich wollte eh sterben. War übrigens so der Gedanke, den ich hatte, wo ich drüber nachdachte mit Mega Man, wo ich Magic Man bekämpft habe und mir gedacht habe, das mit Base. Ja, das sah jetzt nicht unbedingt schlecht aus. Ich glaube, das könnte tatsächlich die Schwäche sein. Geh mal in den Nahkampf. Oh. Ja. Ja. Ich würde mal sagen, das ist die Schwäche. Aber nur weil der Gegner zweigeteilt wird, temporär. Nee, ich glaube nicht, dass es deswegen ist. Und ich glaube, Base kann die Attacke auch beim Sprinten einsetzen. Ja, ich würde mal sagen, dann haben wir wieder einen Boss besiegt, ne? Das macht dann ja schon wohl zwei Bosse in einem Part. Gute Bilanz, würde ich meinen. Dennoch hast du noch zwei vor dir, die, ja, ne? Naja, die Chancen, dass ich jetzt die Waffe von Astroman besitze, stehen ja zu 50%, ne? Du meinst gegen? Die Waffe von ihm? Ne, die Chancen bestehen ja, momentan ja, zu 0%. Gegen ihn natürlich, ja. Die Chancen, dass ich die Waffe gegen ihn habe, sind 50%. So, jetzt gucken wir erstmal in den Shop. Oh, wir haben jetzt alles freigeschaltet. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben tatsächlich hier ein Travel. So, ja, bla bla bla, halt die Fresse. Nein, ich wollte jetzt eigentlich kein Leben kaufen. Du sollst die Fresse halten, mich bewegen lassen. Meine Fresse. Er will doch nur sagen, dass er genial ist, in seiner Meinung nach. So, Enemy Analyzer. This is powerful. Hey, it will find the weak points of your enemies. Genau das stand da. Super Recover, Counter Attack, High Speed Dash. Ach du Scheiße. Step Booster. Oh, schneller klettern. Das ist so wichtig. Naja. Bei einem gewissen Gegner. Okay, das brauche ich auf jeden Fall. So, Energy Saver. Könnte dich eigentlich interessieren, ne? Hm. Musst du aber sagen, manche Gegenstände musst du ausrüsten, ne? This is a transferable. Ja, genau, das wollte ich noch haben, auf jeden Fall. Wissen, wie viele CDs ich brauche. So. Aber da gäbe es halt schon mal Schussverstärkungen für Base. 10 CDs fehlen mir jetzt allgemein noch. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. So. Ja, ich würde mal sagen, im nächsten Part gucken wir uns dann die Astroman Stage an. Nochmal. Und dann eventuell noch die Dynamoman Stage, wenn ich die hier schaffen sollte. Ja, wobei.
Eigentlich ist meine Chance, dass ich die richtige Waffe habe, sogar mehr als 50%, weil ich habe zwei Waffen. Naja, bei manchen Bossen weißt du die Schwäche ja noch nicht. Ja, bei Coldman, aber... Theoretisch könnte auch Groundman noch irgendeine andere Schwäche gehabt haben. Also so komplett ja, ist das System noch nicht erschlossen. Ja, stimmt, du hast recht. Irgendwo... Na, egal, wie dem auch sei. Das alles für den nächsten Part. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao.